Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ark Katastrophe Evolved. Ja, wir sind hier gerade auf der Island. Ich hatte ja angekündigt nach den Olympus-Folgen, dass ich das Let's Play hier gerne fortführen möchte. Ja, warum Katastrophe? Es gab zwischenzeitlich zwei weitere Ark-Aufnahmen, eben hier auf dieser Insel. Und beide Male hat, ja, hat mich mein Mikro so ein bisschen verlassen, beziehungsweise die Mikroeinstellungen haben nicht gepasst und beide Aufnahmen sind mehr oder weniger einfach für die Tonne. Ich habe jetzt eine Weile kein Ark gespielt, also zumindest hier auf der, in dem Spielstand nicht, weil ich so ein bisschen frustriert war, weil wir hier eigentlich schon relativ weit sind, also einigermaßen weit, weiter als wir auf Olympus hier waren. Und ich mich eigentlich so ein bisschen weigere, den Spielstand wieder wegzuwerfen. Andererseits ist es natürlich super unspannend, wenn ein Let's Play mitten im Spiel sozusagen schon beginnt. Deshalb dachte ich mir jetzt, ich zeige euch mal, was es hier schon alles gibt. Und dann fangen wir einfach nochmal von vorne an. Na, damit ihr mal sehen könnt, was ich alles erreicht habe. In den beiden Aufnahmen, die es nie zu sehen geben wird. Ich habe sie, glaube ich, auch schon tatsächlich gelöscht. Ja, wo fangen wir denn an? Also zum einen, wir sind Level 24 mittlerweile, also wir sind ein bisschen weiter als wir bei Olympus aufgehört haben. Zur Info, ich habe mir zwischenzeitlich ein paar Mods reingeladen. Ich habe mich lang gegen Mods gewehrt und dann ist er irgendwann doch für mich entdeckt. Und ich weiß gar nicht, ob man die hier irgendwo sehen kann. Wahrscheinlich nicht, oder? Also, ich habe ganz viele nur so Deko-Mods. Die ganzen Echo-Mods. Ich glaube Eco-Stables, Eco-Trees, Eco-Scorched Earth, Eco-RP-Decor, Eco-In-Wonderland, Eco-Garden-Decor. Und ich glaube, das war's an Eco-Mods. Dann habe ich noch die Structures Plus-Mod, die ich schon sehr ins Herz geschlossen habe, muss ich zugeben. Dann habe ich mir noch eine Mod geholt, mit der man Wasserblöcke setzen kann. Ich müsste jetzt allerdings lügen. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißt. Ich glaube, die heißt einfach nur irgendwas mit Waterblock oder so. Und jetzt zuletzt eine kleine Stack-Mod. Miner Stacks heißt die. Die habe ich noch nicht ausprobiert. Einfach nur damit so Sachen wie Prime Meat und so. Es ist keine Riesenstacks. Ich glaube, es sind jetzt fünf statt einem Prime Meat. Einfach damit sie das Inventar nicht immer so zuklumpen und gleich auch mal so ein bisschen länger halten. Also ich hatte eh schon die Spoiling Rate so ein bisschen hochgedreht, damit so Prime Meat zumindest 20 Minuten hält und nicht nur 5. Ja, genau. Das sind so die Mods, die ich mir geholt hatte. Wir haben hier also so ein bisschen damit rumgespielt, aber wirklich nur minimal. Also ihr werdet das sehen. Ich bin jetzt so nicht so riesen, so wahnsinnig weit. Riesenweit. Wortschöpfung von mir. Trotzdem glaube ich, möchte ich einfach nochmal von vorne anfangen. Weil es doch spannender ist zum Zugucken. Okay, wir fangen hier an, rechts, bei unserem Ichthyosaurus, der mich leider sehr unglücklich macht, weil er feststeckt. Der ist mir hier, relativ früh einfach vor die Nase geschwommen, hier in diesem kleinen Flussbereich. Er und eine, also es ist eigentlich sie und eine Kollegin. Die Kollegin hatte irgendwie Level 5, die hatte ich zuerst getamed und dann kommt sie aber auch noch an und dann dachte ich mir, okay, weißt du was, wenn du schon hier rumschwimmst, tame ich dich halt auch. Ja, leider ist sie jetzt, sie steckt fest und ich bringe sie nicht weg. Ich habe ihr schon Sattel aufgesetzt, ich habe alles probiert, wirklich alles. Ich habe dann die Kollegin ja, ist ja gut. Unclaimed.
Und versucht sie, also die Kollegin hatte sich dann, also von vorne vielleicht, die Kollegin konnte sich bewegen, hat sich dann aber leider irgendwann auch festgebackt und dann habe ich es halt erst bei der probiert, weil die halt echt nur so Low-Level war. Und die habe ich dann unclaimed, dann habe ich ein bisschen auf ihr rumgeboxt. Dann hat sie sich tatsächlich entbuggt und ist wie ein Pfeil davon geschossen, irgendwo in die Richtung und sie war halt nicht mehr gesehen. Deshalb habe ich beschlossen, es bei der nicht so zu probieren, weil ich sie eigentlich schon ganz gern behalten würde. Eigentlich. Ich meine, sie bringt mir jetzt im jetzigen Zustand nicht viel und wenn wir hier nicht weiterspielen, ist es eh egal, aber nur so zur Erklärung, warum die hier rumdümpelt. Sie hat noch nicht einmal einen Namen, weil sie kam sehr unerwartet und eigentlich brauche ich sie ja nicht, weil ich bin eh nicht viel im Wasser unterwegs, weil ich nicht gern im Wasser unterwegs bin bei Ork. Aber im geschenkten Ichthyosaurus hat man nicht ins Maul oder so. Gut, und dann gibt es natürlich noch unser kleines Häuschen. Dass wir uns mühevollst zusammengebaut haben. Hier auch eben mit diesen Mods zum Teil gebaut. Hier, das ist der Worktable, der Crafting Table für die Garden Decor Mod, das Eco in Wonderland. Der jetzt ein bisschen komisch ausschaut. Geh mal weg. Da gab es gestern ein Update für die Mod und jetzt sieht der hier irgendwie nicht ganz richtig aus. Der Crafting Table, vielleicht muss ich den nochmal neu bauen und setzen. Genau, das ist der Teil von der Eco Trees Mod, der Redwood Crafting Table. Und hier der Eco Trees Landscape Crafting Table. Kommen hier einmal ums Haus rum. Hier steht der Stable Structure Dingsbums Crafting Table. Genau, und dann geht es hier rein ins Haus. Ist bislang nur ein ziemlicher Standard. Ein paar Kisten, Mörser, Smithy, Forge, die haben wir in der letzten nicht mehr existierenden Aufnahme erst gebaut. Genau. Campfire, Kühlschrank. Ja, das Prime Heat hier haben wir, weil auch in der letzten Aufnahme hier auf einmal der Terizinosaurus vor der Tür stand, den ich also wirklich unter Einsatz meines Lebens in allerletzter Sekunde und unter Bug-Using klein gekriegt hatte. Da war ich ein bisschen stolz auf mich. Genau, ein Bett. Das Bett ist aus dem RP-Decor-Mod, glaube ich. Zu dem gehört dieser Crafting-Table. Ja, und mehr gibt es hier eigentlich schon gar nicht. Noch nicht, möchte ich sagen. Dann gibt es hier nur Winifred und Kurt. Winifred war unsere erste. Ne, du? Ja, Winifred haben wir mit Level 36, glaube ich, getamed. Oder? Was, 36? Ja, kommt hin. Hier so ein Stück den Strand runter. Da war ich stolz. Ja, und Kurt haben wir dann bei der letzten Aufnahme, da haben wir so eine kleine Exkursion dort so ein bisschen durch den Wald durchgemacht. Und dann haben wir Kurt getroffen und haben uns gedacht, den nehmen wir mit. Damit Winifred nicht mehr so alleine ist. Ne? Genau. Ach ja, und das hier ist noch der Scorched Earth Crafting Table. Der tatsächlich eine Hütte ist, in die man auch Sachen reinbauen kann, in die leider auch Sachen reinwachsen. Also normal sind hier auch noch so ein paar Bäume drin. Ach nee, die waren drin. Ich habe dann die Hütte ein bisschen versetzt. Genau, sowas. Die Bäume da, die haben nämlich immer durchgeguckt. Tja, und das ist so das, was wir uns hier schon aufgebaut hatten. Ich meine, es tut jetzt nicht so wahnsinnig weh, das hier wieder zurückzulassen und nochmal von vorn anzufangen, aber ja, so ein bisschen ärgern tut es mich trotzdem. Naja, was will man machen? Ja, ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut und wir sehen uns dann im neuen Spielstand wieder. Bis gleich! Und da wären wir wieder, als wären wir nie weg gewesen.
Ich habe mich jetzt mal spontan für einen anderen Spawnpunkt entschieden, weil ich irgendwie. Ich hatte ja früher schon hier auf der Island gespielt und ich kenne irgendwie tatsächlich nur die Ecke da. Da den Strand runter, wo wir jetzt zuletzt gebaut hatten. Ich dachte mir, hey, pass auf, spawn doch mal woanders, damit du auch mal was anderes siehst. Weil wir haben zwar damals ziemlich viel, beziehungsweise ziemlich lang hier. Was stackst denn da? Das ist Reiher-Pinguin-Ding. Wir haben ziemlich lang hier gespielt auf der Map, mein Freund und ich. Aber ich habe halt trotzdem nicht so wahnsinnig viel von ihr gesehen, weil wir hatten zwar dann auch irgendwann Flieger, aber ich war noch ziemlicher Arg-Neuling und ich hatte immer Angst, zu weit zu fliegen, weil ich immer Angst hatte, ich muss zwischenlanden und werde dann aufgefressen. Deshalb bin ich immer nur so. Naja, ich war halt immer nur so in Flugnähe von der Base. Ich meine, den Teil hier kenne ich. Wir sind durchaus ein Stück den Strand runtergewandert. Wir hatten dann auch mal eine zweite Base gebaut. Man sieht sie leider auch auf der Karte noch. Hier die. Oh, das war sogar unsere dritte Base. Es gibt noch eine zweite, so eine Zwischenbase. Da den Strand runter. Direkt, ich glaube direkt beim Obelisken oder zumindest ziemlich nah am Obelisken. Ja, die Map ist natürlich auch schon mehr oder weniger fast ganz aufgedeckt. Eben weil ich schon zumindest per Vogel viel rumgekommen bin. Ich wundere mich gerade. Ich glaube, ganz da oben war ich eigentlich nie. Und da ganz da drüben nicht. Mysteriös. Naja, auf jeden Fall. Tja, haben wir doch mal ein paar Bäume kaputt. Dann ein paar Steinchen sammeln, bitte, danke. Toll, hier gibt es schon die ersten fliegenden Haie. Eine Spitzhacke, bitte. Herzlichen Dank. Oh, nee, das war nicht richtig. So. Schön, das erste Level up. Gehen wir mal auf Health. Dann lernen wir. Ja, hier sind jetzt die ganzen Mod-Dinger. Ich meine, die könnte man auch schon mal lernen. Was wollte ich? Eigentlich wollte ich eine Axt. Ach so. Acht habe ich. Ja. Schon ein bi bisschen verwirrt. Jetzt hier. Axt, Speer. Habe ich nur zwei. Ja, das ist jetzt natürlich. Ich werde. Was heißt ich werde? Man kann, Gott sei Dank. Die kosten zwar nichts, diese S-Plus-Sachen. Aber du musst immer die Vanille. Vanille. Die Vanillesachen dazu lernen, die Vanillasachen dazu lernen. Das heißt, es wird jetzt trotzdem 3 Punkte kosten. Okay. Axt. Hallo? Ich höre dir die ganze Zeit den Dilo trapsen. Vielleicht gehe ich erstmal hier kurz rüber. Welche? Okay, kann ich schon? Quatsch. Ja, siehst du mal. Hier, Axt. Nee, Beil, Fetch. Okay, kriegen wir Anna irgendwie hin? Jetzt aber. Jawohl. Fackel machen wir auf und dann machen wir uns noch ein paar Speere und dann fühle ich mich zumindest schon mal halbwegs ausgerüstet. Die Fackel kommt auf die 4. Ich weiß. Ich habe schon mal vergessen, was man für Speere braucht. Braucht man da Stein für? Nee, Flint. Okay. Und Fiber. Das hat bestimmt keiner gehört. Okay, Fiber.
Hab's zwar schon wieder vergessen, aber ich meine, das gilt hier jetzt auch schon als Medium Zone, also nicht mehr als die Easy Zone. Ich dachte mir jetzt, dass dadurch, dass ich mich hier schon relativ, nicht relativ gut, aber ein bisschen auskenne. Dachte ich mir, kann man das schon mal machen? Hallo, ihr Dodos. Ihr müsst leider demnächst. Oh Gott, so viele Dodos. Und ich war auch letztens da oben und da gab es unendlich viele Dodos. Ich weiß nicht, ob das also beabsichtigt ist, ob das ein geheimes Dodo-Versteck ist. Okay. Speere, bitte. Wie viele gehen? Fünf, sehr gut. Das Essen packe ich mal hier unten hin. Jawohl. Halt, erst Level vergeben, Raffaela. Dann ein paar Klamotten lernen. Und ein Campfire? Ja. Kann nicht schaden. So, jetzt kann man das S-Plus Campfire lernen. Und das war gut, weil das kann man wieder aufheben. Das sind halt echt die Vorteile von der S-Plus-Mod. Ich habe mich am Anfang so ein bisschen dagegen gesträubt, weil ich mir dachte, okay, ist ja schon irgendwie cheaten, wenn du das ganze Zeug wieder aufheben kannst. Aber es erleichtert einem das Leben so ungemein. Und gerade bei Lagerfeuern und so, ja, macht Sinn, in Anführungszeichen. Strichen, dass man es wieder aufheben kann. Brenne ich gerade hin? Weiß es selber nicht. Könnte man noch ein bisschen Fiber sammeln, damit wir uns auch schon direkt ein paar Klamotten craften können. Was hast du denn da für ein Level? Zwei. Nee, danke. Du dienst höchstens als Quelle. Als ich angefangen habe, Ark zu spielen, hatte ich ja immer so die Einstellung, boah, niedriger, desto besser, weil dann lassen sie sich leichter tamen. Hallo, kannst du mal? Danke. Aber mittlerweile muss ich doch sagen, okay. Level 2 ist mir doch zu niedrig. Noch einmal gucken, was der Dilo hat. Vielleicht kann man den ja schon boxen. Was nichts bringt, weil wir haben noch kein Fleisch. So. So, jetzt fühle ich mich der ganzen Sache auch einigermaßen gewachsen. Jetzt überlege ich gerade, gehe ich durch den Wald oder gehe ich hier am Strand? Also hier am Strand geht es nicht großartig weiter tatsächlich. Oder murkse ich jetzt gerade noch ein paar Dodos ab? Level 12. Wenn sich mir die Gelegenheit gerade schon bietet. Du bist ganz allein, kleiner Dodo. Tut mir leid. Die anderen haben es nicht gesehen. Ergo ist auch nichts passiert. 10 Leder, 8 Fleisch, nicht schlecht. Dann könnte man eigentlich direkt einmal ein Lagerfeuer bauen. Was brauchen wir dafür? Flint, Stone, Thatch und Wood. Wir haben alles bis auf den Stone. Der ist aber auch kein Problem. Was auch super praktisch ist an der S-Plus-Mod. Was natürlich auch wieder so ein bisschen cheaten ist. Juhu, Level Up. Ist dieser kleine Button hier. Der nennt sich Pull und der lässt dich. Also jetzt hier, solange ich es im Inventar habe, ist es völlig egal. Aber wenn du später Dinge in Schränken hast, kannst du dir auswählen, was du craften möchtest. Und dann hier drauf drücken und dann zieht der dir alles, was du brauchst, ins Inventar aus den Schränken. Und du musst ja das nicht mühsam einzeln zusammensammeln. Und das ist schon ziemlich angenehm.
So, Movement Speed. Hallo? Jetzt? Ja, und den Rest spare ich mir jetzt gerade mal nur. Bis wir es dann brauchen. Genau. Wir könnten jetzt mal einfach nur, damit wir es ja schon klären, schon mal das ganze Zeug lernen. Das kostet natürlich nichts. Einfach damit wir es schon haben für später. Okay. Ich glaube, das war's. Diese ganzen Sachen hier, die werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Die interessieren mich jetzt nicht so.